Hallo, wie geht's denn so? Die Verwandlungsmatrix wurde von dem Kopfgeldjäger Sinrich erfunden. Als dieser jedoch bei einer Übung in der Box ums Leben kam, nahm sie Cad Bane an sich und wurde später bei der Entführung des obersten Kanzlers Palpatine angesetzt. Die Matrix erzeugte die Schattenhologramme, die nun die Kopfgeldjäger Rako Hadean, Embo, Twasi, Daeron und Cad Bane selbst als Senatskommando tarnten. Später wurde der Senat selbst mit einem Schattenhologramm versehen, der ihn ebenfalls als Senatskommando tarnte. Da die Matrix während der Entführung verloren ging und Sindrich tot war, gab es keine weiteren Matrixen und der Einsatz der Schattenhologramme blieb einzigartig. Diese Party ist vorbei. Falls ihr noch weitere Videovorschläge habt, schreibt es dann in die Kommentare. Lasst den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, abonniert und aktiviert die Glocke. Und denkt immer daran, die Macht wird mit euch sein. Immer.